damit haben wir jetzt willkommen zum zweiten Vlog auf diesem Kanal. Wir sind heute Morgen, also wir haben 8 Uhr, glaube ich. Wait a sec. Wir haben 9 Uhr 24. Ja, ich glaube, man sieht es. Oder auch nicht. Und wir gehen jetzt auf den Markt in Saint-Tropez. Ja, ich glaube, ich werde heute so ein wenig vloggen und werde euch mitnehmen. Wir frühstücken jetzt was und dann gehen wir dahin. Es ist so warm. Ich habe eine lange Hose an, vielleicht ein bisschen dumm, aber ja. Also auch wenn wir jetzt gerade frühstücken, ich glaube ich habe es gefilmt, ja doch habe ich. Auf jeden Fall ist hinter uns, da ist der Markt und da gehen wir jetzt auch mal drauf. Es ist so warm, es ist so voll. Egal, super. Wir waren jetzt auf jeden Fall noch kurz was trinken. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Auto und dann fahren wir heim. Ja, also heute war eigentlich ganz entspannt. Es war echt warm, aber ich habe auch echt viel gekauft. Vielleicht zeige ich es später nochmal kurz. Genau. Also, damit enden leider die Aufnahmen von Saint-Tropez. Sind wir zu Hause, ich bin wieder in München, und schneide gerade das Video. Genau. Und leider sind da die Aufnahmen vorbei von Saint-Tropez. Also ihr müsst wissen, da kann man auch nicht so viel filmen, es ist halt der Markt, da genießt man eher so die Atmosphäre, statt man da dauerhaft rumläuft mit der Kamera. Also mehr als ich. Also auf jeden Fall ist damit jetzt der Vlog hier vorbei. Und ja, ich wollte mich noch ganz kurz bedanken für diesen ganzen Support, den ich auf diese Frankreich-Reihe bekommen habe, die jetzt vorbei ist quasi, weil ich ja wieder in Deutschland bin. Ich habe schon über 100 Abonnenten, was mich echt sehr freut. Ich weiß nicht, also ich glaube für viele ist es jetzt nicht so die Welt, aber für mich ist es echt cool, weil ja, über 100 Abonnenten auf YouTube ist glaube ich schon was Cooles. Genau, und auch sonst kommen die Videos sehr gut an bei euch, habe ich das Gefühl. Und da will ich mich auf jeden Fall bedanken für. Ich habe auf jeden Fall heute noch ein Haul-Video aufgenommen. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Das seht ihr dann, ich weiß nicht, ich will kein Datum sagen, weil dann irgendwie haut sich es wieder nicht, weil irgendwas nicht geht. Ah, deswegen kommt aus dieser Vlog jetzt hier verspätet, weil es ging nicht. Es ging einfach nicht. Premiere Pro hat einfach gesagt Tschüss. Deswegen bin ich hier auch gerade so dieses iMovie-mäßig und dieses Premiere Pro nebeneinander, weil das irgendwie einfach hängt. Ich verstehe es auch nicht. Auf jeden Fall kommt der Vlog noch
Und dann kommt die Haul und danach weiß ich gar nicht, was kommt. Fliegen morgen nach Spanien. Ich weiß nicht, ob ich das morgen mitnehme in die Kamera, weil es ist eher so eine Abschlussfahrt von der Schule wegen Abitur. Aber ich überlege es mir. Und sonst, wenn nicht, dann kommen einfach Vlogs, glaube ich, auf Insta oder auf TikTok. Genau, die beiden könnt ihr eh gerne abchecken. Das ist alles in meiner Videobeschreibung unten, aber ich heiße eigentlich überall gleich. Ich würde mich über ein positives Feedback freuen. Und vielleicht schreibt ihr auch mal rein, was ich verbessern kann. Ich weiß nicht, im Schnitt oder sowas. Ich bin eigentlich sehr, sehr unerfahren, habe ich gar keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen, weil ich check zu dieser Schrift bei Premiere Pro nicht, dass man so fertige Animationen hat wie bei den anderen Schnittprogrammen. Das muss man irgendwie alles selber zentrieren. Wie heißt das? Skalieren. Muss man alles selber skalieren. Und das ist irgendwie echt viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob das so ist oder ob das anders geht. Wäre cool, wenn ihr mir da kurz helfen könntet. Dieser Bescheid wissen. Und ja, ihr könnt gerne reinschreiben, was ich verbessern kann. Was euch auch vielleicht gefallen hat. Auf Insta haben mir echt viele geschrieben. Sehr, sehr lieb. Und ja, ich hoffe, euch hat auch diese Frankreich-Reihe gefallen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Ah, nicht zu vergessen, hier links ist links oder rechts? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich habe es richtig. Links müsste jetzt der erste Frankreich-Vlog sein und rechts da, wo ich ein bisschen quatsche. Und das könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Und ja, jetzt au revoir. Tschüss.